Und jetzt sind wir bei der Feuerwehr? Lübben, im Spreewald. Der General ist nicht da, habe ich gerade gehört, und jetzt haben wir hier den Major. Ja, sozusagen wurde es entschieden vom Team gerade eben. Ja, es war eine Teamentscheidung, dass du jetzt mit mir hier ein Interview machen musst. Ist es bei euch immer so einfach? Ja, einer sagt was, andere machen das, ja, im Prinzip schon. Ist das dann Teamwork? Ja, na klar, weil wir arbeiten als eine Staffel und einer hat das Sagen und sagt, was los ist, der Rest macht es einfach, so wie es bei der Feuerwehr ist. Wo ist Lübben? Lübben liegt im Spreewald, mitten im Spreewald, ungefähr auf der, zwischen Berlin und Cottbus, in der Mitte ungefähr. Was muss man machen, um hier im Team Lübben dabei zu sein? Als erstes mal große Begeisterung am Sport zeigen, Spaß am Sport haben und dann läuft es eigentlich schon. Also wir machen einige machen uns das sehr intensiv, viele machen es uns auch, um also generell fit zu halten, und aber das Große halt, dass der Spaß halt antreibt, dass man das Spaß macht und nicht quälen muss. Macht Trainieren immer Spaß? Naja, immer macht es nicht Spaß, aber man muss es halt machen, wenn man eine gute Leistung bringen möchte. Eine gute Leistung, was ist eine gute Leistung fürs Team Lübben? Ja, gute Leistung als Staffel sind wir feilen momentan die Zeit unter 1,30 in der Staffel. Und in der Einzelzeit sind wir sehr gestreut. Also wir haben 2 bis 3 Läufer, die unter 2 Minuten laufen, 2 bis 3 Läufer, die an den 2 Minuten kratzen und viele halt, die um die 2,30 rumlaufen. Was setzt man sich für ein Ziel, wenn man hierher kommt? Was will man erreichen? Ersten, zweiten, dritten Platz, dabei sein ist alles. Wie schaut es da aus? Also bei mir persönlich ist es so, dass ich halt gerne meine Bestzeit bestätigen möchte bzw. ausbauen möchte. In der Staffel wollen wir natürlich am weitesten kommen. Und dann haben wir ja unser Mixtandem mit Anja und Philipp. Die kämpfen bei den Mixtandems vorne mit und die wollen natürlich nochmal möglichst gute Plätze erreichen. Wie sah es bei den letzten Wettkämpfen aus? Also eigentlich sehr gut. In Stettin ist auch erstmals unsere Frauenstaffel gestartet, hat dort den ersten Platz belegt. Wir hatten auch ein Frauentandem gehabt, was auch einen ersten Platz belegt hat. Unser Mixtandem hat das ersten Platz belegt und wir hatten halt 2 Läufe gehabt unter 2 Minuten. Das ist eigentlich sehr gut. Frauenstaffel heißt 4 Frauen? 5 Frauen bei uns sind sogar. 5 Frauen, wow. Wie kriegt man 5 Frauen in so ein Team? Ja, das war bei uns mehr so eine spontane Idee gewesen. Das sind eigentlich alles mehr wie 5 Lebensgefährtinnen von uns gewesen. Das entstand halt mal so bei so einem kurzen Gespräch, ist halt dazu gekommen. Da haben wir es durchgezogen. 2 Minuten 35 gelaufen. Sehr gute Zeit in Europa. Waren wir alle stolz drauf gewesen. Aber sind es nur die Ehefrauen der Feuerwehrleute oder sind die Frauen auch Feuerwehrfrauen? Eine Frau ist eine Feuerwehrfrau. Denn sagen wir, 3 davon sind unsere Freundin und von einem ist sogar die Mutter mitgelaufen. Und das war halt. Also eine Freundin davon ist richtige Feuerwehrfrau und den Rest haben wir uns halt so dazu überzeugen können, das mitzumachen. Überredet? Ja, also nicht viel überredet, das kam bei den Leuten viel selber der Ehrgeiz, dass sie das halt machen wollten. Sonst macht es auch keinen Sinn, oder? Ja, es muss auch von einem selber kommen, na klar, so wie immer. Das ist immer so. Ist man auf die Frauen stolzer als auf die Männer? Also ich persönlich bin auf unsere Freundschaft sehr stolz, weil sie leisten praktisch dasselbe wie uns. Sie waren nicht die langsamsten gewesen, es gab auch Männerstaffeln, die langsamer waren. Demzufolge ist man halt schon sehr stolz auf unsere Frauen. Also schaut man auf, so ein kleines bisschen wie ich jetzt gerade? Ja, also wir schauen, also klar, es fällt ihnen ja nicht genauso leicht wie uns, muss ich sagen. Da ist man das schon, ist man schon stolz auf die Leistung, die wir gemacht haben. Also ich bin immer wieder beeindruckt, muss ich sagen, dass die Frauen das Gleiche leisten wie die Männer. Es soll ja auch den realen Einsatz simulieren, da kann man als Frau auch nicht aussuchen, nimm du mal den, du nimmst den, sondern man muss so machen, wie es im praktischen Einsatz ja auch anfällt sozusagen, man muss das so nehmen, wie es kommt im Leben. Wie sieht es in der Zukunft aus? Was sind die nächsten Wettkämpfe, die geplant sind? Weltmeisterschaft in Amerika, andere Planungen, die anstehen fürs Team Lübben? Also das nächste Wettkampf ist bei uns nächste Woche in Hardixen, die Europa-Challenge. Dann unser Saisonabschluss dieses Jahr ist in Dresden die Feuerwehr-Challenge. Und für das nächste haben wir uns 2 bis 3 Leute das Ziel gesetzt, nach Amerika zur Weltmeisterschaft zu fliegen und dort halt eine möglichst gute Zeit abzuleisten. Dann bedanke ich mich fürs Interview und wünsche dir viel Erfolg für die nächsten Wettkämpfe. Ja, danke schön. Danke auch.